Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Nino vom Danzai-Blog und heute gibt es eine fliegende Pizza von Horst. So, hier neben mir steht der Bernd Benecke und den muss ich mal kurz vorstellen. Der hat nämlich hier mehrere Betriebe, habe ich gerade gelernt, unter anderem Flying Pizza, macht hier leckere Pizza, hoffe ich, die werden wir gleich mal probieren. Und er ist der Glückliche, der Horst von Horst Lüning bekommen hat, also den Tesla von dem Whisky Horst, sagen wir mal, ja, von Horst Lüning. Und wie bist du an dieses Auto gekommen? Vorsicht. Ja, ich hatte immer Horst Lüning seine Videos verfolgt. Mhm. Und dann hat er ja das Verkaufsvideo gehabt. Mhm. Ich verkaufe meinen Tesla und ich war immer am Suchen. Ne? Mhm. Was für einen soll ich nehmen? Kleinen Akku 75er, mhm. Nimmt man einen mit einem D? Mhm. Wenn man anfängt, hast du ja keinen Plan, mhm. Was eigentlich alles so, was braucht man. Ne? Das ist dein erstes Elektroauto? Ja. Ah ja, okay, verstehe. Mhm. Und dann hat er irgendwann eines Tages ja in einem Video kurz gesagt, so, er hat den jetzt nicht verkauft gekriegt, er hat den aus zeitlichen Gründen ja bei Tesla abgegeben. Mhm. Und dann hat er auch gesagt, in der im gleichen Satz, der ist jetzt auch online im Portal. Mhm. Okay. Und so ich hatte das zwei Tage später, wo es online gegangen ist, ja, gleich auf den zweiten Bildschirm geguckt. Brauchst du nur gucken, Stahlder. Ja. Ne? Stahlder, okay. Gab es ja nur einen. Das heißt, du hast den gar nicht von Horst selbst gekauft, nee, sondern über Tesla. Ja. Ach, interessant. Das war auch. Das Gute daran ist, dass ich dann noch mal 8 Jahre Garantie drauf gekriegt habe. Ah, okay. Habe, ne? Ja, das ist natürlich ein starker Vorteil. Und dann hatte ich parallel gleich geguckt, so, scheißegal, der ist es jetzt. Ja, ne? Ja, du bist der Lüning gut gepflegt und so, danke nochmal. Super Auto, würde ich auch jetzt nicht abgeben, jetzt nicht. Ja. So, es gibt irgendwie noch 100 da, dann hätte ich Angst, dass der irgendwelche, dass da irgendwas, hast du irgendein Montagsauto, was weiß ich, das kann ja vielleicht mal. Mhm. Ne? Hier weiß man. Ja. Läuft. Ja, das stimmt. Und das führt auch dazu, dass du ein sehr begehrter Gesprächspartner bist. Es gibt ja schon ein paar Videos mit dir. Und zwar von der Einweihung der Destination Charger. Dann hast du dir also einen Tesla gekauft und hast dann gedacht, ach, dann hänge ich hier auch ein paar Ladestationen hin. Oder wie kam das zustande? Ja, ich habe hier auch Photovoltaik drauf, 100 kW. Ah, super. Und wow. Okay. Das ist ja, also im Mai hatte ich, glaube ich, habe ich das letzt umgerechnet, da hätte ich 170 Mal den vollladen können. Mhm. 170 mal von 0 okay. auf 100. Ne? Wow. Und 350 mal eine Zoe oder so. Ja. Ne? Weil der verbraucht ja nur ein bisschen mehr. Ne? Ja, das also stimmt. Dein wahrscheinlich hätte es 250 mal, also im Mai, nur Mai, weil Mai war ja ein guter Monat von der Sonne. Mhm. Und im Jahr sind das irgendwie zwischen 500 und 800.000 elektrische Kilometer. Ne? Ja, da liegt natürlich nahe, das dann für Elektroautos zu verwenden. Ne? So, und wenn ich jetzt hier, ich sag mal, was abgebe, das ist ja nicht so, dass die Hütte jeden Tag hier alle Strom zapfen. Das ist für Leute, ich sag mal, die jetzt von weiter weg kommen und die irgendwie stranden, dass man, die können eben laden. Ne? Okay. Und du sagtest gerade im Vorgespräch ja schon, dass du also tatsächlich auch Leute hier hast, die einen Tesla fahren, die auf dich aufmerksam werden, die sonst vielleicht gar nicht gekommen wären. Ne? Ja, die sind, ich sag mal, die waren, das ist die Familie auch aus Frankfurt oder Stuttgart, was das war. Die haben in Bremerförde Urlaub gemacht am See und so, kamen dann hier alle ausgestiegen, Pizza gegessen, habe ich mit denen gesprochen, wie mein Büro ist, hier oben. Da siehst du natürlich immer, wenn hier was los ist, ne? Ja gut, das war jetzt abends, da war ich mal länger hier und dann habe ich die auch gefragt, ja, wir sind in Bremerförde in Urlaub und gucken dann so, wo ist denn Restaurantbetrieb mit Destination Charger und ja, es funktioniert. Da fahren sie denn hin, ne? Dann fahren sie auch mal 25 Kilometer von da und dann sitzen sie hier 2 Stunden. Ja, es ist ja, wenn man jetzt, also wir fahren ja jetzt gerade von Hamburg Richtung Süden nach Wuppertal nach Hause und das ist schon ein kleiner Schwenk, den man machen muss, aber ich habe das jetzt gern gemacht. Der Bernd hat mich ein paar Mal schon angeschrieben, hör mal, wenn du in der Nähe bist, komm doch mal vorbei und das habe ich jetzt sehr gerne angenommen, freue mich sehr, dass wir uns mal kennenlernen. Und vielleicht mal vor euch zur Erklärung, also Tesla verschenkt ja diese Destination Charger, das heißt, man kann sich da irgendwie bewerben, glaube ich, für, ja, ne? Hotels und Restaurantbetriebe. Genau, ne? So, das sind die typischen Hotels und Restaurantbetriebe, dann hängen die, also kann man die dann selber hier hinhängen, das sind eigene Kosten, glaube ich, sie stellen nur die Geräte, ne? Ja, die Geräte, da musst du dir, da muss man ein Angebot von einem Elektriker haben, das muss man auch wieder vorlegen, dass einem bewusst ist, dass da noch Kosten auf einen zukommen. Okay, verstehe. Ne? Und den Strom ist dann natürlich auch dein Part. Ja, dann, und den, okay, den muss man theoretisch nur für Kunden zugänglich machen. Mhm. Aber ich habe gesagt, was soll das jetzt? Ne? Mhm.
wenn jetzt einer hier nachts kommt, die sind immer scharf geschaltet, dann können sie hier laden. Ne? Das ist super, also das ist ein tolles Angebot hier, das bereichert ja, ja, denke ich, auch die Gegend. Wer weiß, ob hier nicht irgendwelche, im Sinne noch mehr Betriebe sehe ich, das ist hier so ein Mischgebiet, ob nicht das auch dazu führt, dass sich der eine oder andere ein Elektroauto kauft, ne? Der es vielleicht vorher nicht gekauft hätte, mangels Infrastruktur. Ist, dass die Leute halt auch hier auf dem Dorf sehen, dass sie hier, guck mal hier, ja, ne? Das geht alles. Ne? Ja. Vielleicht findet das auch noch Nachahmer, also ich finde das ist eine tolle Geschichte. Ja. Essen am Destination Charter ist halt immer gefragt, ne? Von daher ist das eine super Idee gewesen und freue mich, dass das funktioniert für dich. Ja, freut und mich. So ist jeder, der ein Auto fährt, das ist, geht dir genauso Arbeitskollegen und so, ja, wie weit kommst denn und so trägt jeder seinen Teil dazu bei. Hier sind jetzt im Ort zwei Teslas, im Ort weiter ist noch ein Model X auch und hier hat man hier gesehen, bei dem Stammtisch, den wir hatten, waren hier an die 20 oder über 20 Autos und da haben die Leute auch im Dorf hier auch gesehen. Also wir sind ja jetzt hier in Heslingen, heißt es, ja, glaube ich? Ja, genau, zwischen Hamburg und Bremen. Genau, zwischen Hamburg und Bremen, Heslingen. Wie viele Einwohner hat das, hat der Ort hier? 8000, die Gemeinde. Und hast du eine Vorstellung davon, wie viele Elektroautos hier im Ort sind? Ja, man sieht ab und zu mal eine Zoe, aber es ist wenig. Sehr wenig. Ja, ja. Okay, ich komme gerade aus Nordfriesland, da ist es schon, sieht man das erstaunlich oft. Also es gibt sehr viele Ladeinfrastruktur und viele Elektroautos, aber es ist halt in Deutschland echt komplett unterschiedlich. Ne? Dann fährst du hier 100 Kilometer weiter und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ja. Aber ich begrüße das, du bist ein Vorreiter hier, freue mich sehr darüber und ich schlage vor, wir gehen jetzt Pizza essen. Ja. Super, ich danke dir, Bernd. Und ihr, ja, wenn ihr einen Betrieb habt, kann ich euch nur sagen, bewerbt euch bei Tesla für Destination Charger. Ihr landet dann in dem Tesla-Navi, seid damit auffindbar für die Tesla-Fahrer. Das ist also eine gute Werbegeschichte, finde ich. Und ja, man bekommt dann Kunden, die man sonst vielleicht nicht hätte. Wie gesagt, speziell für Restaurants und Hotels, das ist natürlich super attraktiv. Ich weiß nicht, ob noch weitere Betriebe, wie Einkaufszentren dafür auch prädestiniert sind, müsste man mal versuchen. Und das ja, sollte nachgeahmt werden, finde ich. Und gut ist, was noch ein interessanter Funfact ist, wenn man jetzt, er hat jetzt drei Ladestationen hier installiert, zwei muss er für Teslas reservieren, die sind meines Wissens auch so kodiert, dass die kein anderer nutzen kann. Und die eine Ladestation ist für jedes Elektroauto geeignet und nutzbar, obwohl sie von Tesla bezahlt ist, das finde ich sehr gut. Und wenn man jetzt, also man kann eine, zwei, drei, fünf, man kann also so viel bekommen bei Tesla, wie Bedarf ist. Es ist nur die Regel, es muss für die Tesla-Fahrer ein Mehrangebot sein. Das heißt, bei drei Stationen, zwei für Tesla, einer für alle anderen, installiert man vier, sind es drei und einer. Installiert man fünf, dann sind es drei und zwei. Also es muss immer, die Tesla-reservierten Stationen müssen immer in der Überzahl sein. Ne? Also wenn man jetzt sieben aufbaut, dann könnte man vier und drei machen, drei dann für andere Autos. Also ich finde das eine super Sache und das sollte, ja, sollten mehr Leute tun. Das war es erstmal wieder. Lasst uns zusammen die Welt retten. Ich hoffe, ihr habt das interessant gefunden. Schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr das findet. Habt ihr auch einen Betrieb, der überlegt, in diese Richtung zu gehen? Würde mich freuen. Und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja, ja, genau. Jetzt mal gucken, dass wir das Lichtschein ein bisschen drauf haben. Und jetzt machen wir so. Und ein bisschen lächeln. Genau.